darf vorstellen, Herr Professor Johann Galtung. Er ist norwegischer Politologe, gilt als Gründungsvater der Friedens- und Konfliktforschung. Er ist Direktor des internationalen Transzent-Netzwerks für Frieden und Entwicklung. Er hat auch die Transzent-Methode entwickelt und lehrt sie auch. Und er hat mit vielen anderen Ehrungen 1987 den Alternativen Nobelpreis erhalten und 1993 den Gandhi-Preis. Er ist natürlich auch praktisch tätig als Konfliktmittler und in über 40 Konflikten weltweit im internationalen Bereich, also unter anderem in Sri Lanka, in Afghanistan und im Nordkaukasus und in Ecuador. Jörn Galtung ist Ihnen bekannt. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind und ich darf Sie bitten zum Referat. Liebe Freundinnen, eine Freude, wie immer hier zu sein. Und jetzt geht es los mit 6 Konfliktformationen. Ich war als in einem gewissen Sinne Sachverständiger sehr viel gefragt im Jahre 1999, was können wir im 21. Jahrhundert erwarten? Und meine Antworten dazu mal sind dieselbe als heute. Es hat sich nicht verbessert, es hat sich eigentlich schlimmer entwickelt. Ich gebe zuerst die Liste von 6. Und damit ist die Spannung aufgehoben und danach ist es nur pedantisch. Da können Sie ruhig ausgehen, das sind nur die Details. Also Nummer 1, ökonomisch, Kapitalismus. Weltkapitalismus, Globalisierung. Nummer 2, militärisch, Staatsterrorismus gegen Terrorismus. Nummer 3, politisch, Staatsformation gegen Nation. Nummer 4, kulturell, das jüdisch-christliche gegenüber Islam. Nummer 5, sozial, Mann gegen Frau. Und Nummer 6, dass das alles zusammenfasst, Untergang und Fall des amerikanischen Imperiums. So, das ist also Menü für heute Nachmittag. Und jetzt fängt es an. Ich hoffe, Sie finden, dass das Menü genügend reich ist. So, jetzt kommt also die Pedanterie, die pedantischen Details. Man hat den Krieg aufgehoben. Krieg im klassischen Sinne wird es, glaube ich, niemals mehr geben. Und damit meine ich das Folgende. Mit relativ klaren Fronten, mit Kriegsmaschinen auf der beiden Seiten, Maschinen, die so ungefähr gleich sind, und dann Prall der Kriegsmaschinen. Der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, Koreakrieg, nicht Vietnamkrieg. Im Vietnamkrieg war es Kriegsmaschine gegen Volkskrieg. In Irak genau dasselbe, und das wird die Fortsetzung sein. Krieg hat als seine Voraussetzung, dass die Maschinen so ungefähr homolog sind, eine Strukturähnlichkeit gibt, sodass man weiß so ungefähr, worauf man schießen dürfte. Im Volkskrieg ist das nicht der Fall. Saddam Hussein im ersten Golfkrieg gegen Amerika, also Januar, Februar 1991, war Idiot. Und er hat geglaubt, dass man könnte gegen die Amerikaner mit einer irakischen Kriegsmaschine kämpfen. Ich glaube, die Amerikaner sind die letzten Monopolisten über Kriegsmaschinen. Und mit Ende des amerikanischen Imperiums wird etwas antreffen, ich weiß nicht genau was,
Es könnte Ende des klassischen Krieges sein, von modernem Krieg zu postmodern. Der, könnte man sagen, Experte des modernen Krieges war selbstverständlich Clausewitz. Und es war ja ganz klar, er hat also gesagt, zum Beispiel eine berühmte These, nicht die These, die immer zitiert ist, sondern viel wichtiger, nämlich, dass Krieg fängt an, wenn die andere Seite sich verteidigt. Wenn man nur Invasion macht, ist es kein Krieg. Das tut man also heute mit Volkskrieg und die Gewaltlosigkeit ist sehr wenig verbreitet. Ich habe in meiner Kiste von Notizen und von E-Mails einen Digitalbrief von einem irakischen General, sehr hoch im Sinne von Saddam Hussein, der sagte das folgende. Jahre 2003, wir werden zuerst einen klassischen Krieg gegenüber den Amerikanern haben und die Amerikaner werden gewinnen. Und das müssen wir den Amerikanern geben, was das haben sie so gern. Sie möchten so gern gewinnen. Dann fängt das an. Dann ziehen wir zurück zu Hause, wir werden alle Uniformen brennen. Wir werden die uns genau wie das gemeine Volk kleiden. Und wir werden dort kämpfen, ein Volkskrieg. Wir haben keinen Dschungel, wir haben Städte, Jungs. Mit Waffen haben wir genügend für die kommenden 100 Jahre. Nach 100 Jahren könnte es ein wenig knapp sein. Und ich könnte dazu nur das Folgende sagen, wer die längere Zeitperspektive hat, gewinnt. Ich habe sehr häufig die folgende Tiefenkulturfragestellung gemacht, in unterschiedlichen Kulturen. Und die Fragestellung ist typisch, du, ihr habt jetzt ein Problem, wann wird das Problem sich so ungefähr auflösen, wann wird man eine Lösung finden? Und die typische serbische Antwort ist genau dieselbe als die arabische Antwort. In 500 Jahren habe ich gesagt, du als Norweger, ist das für mich ein wenig lange her. Und wie man die Geduld hat und so weiter, kannst du das ein wenig mehr erklären? Ja! Die Besatzung von den Türken kam in 1389. In 1878 war es alles gelöst, die Lösung. 489 Jahre. Wie mehr präzise kann es sein? Wir haben gekämpft. Dann fragt man einen Amerikaner da oben, looks to me like you have some problems in Iraq right now. Now, how much time do you need to solve it? By Thanksgiving. Dann kommt der längerfristige, der sagt Christmas. Und dann kommt derjenige mit einer wirklich langen Zeitperspektive. Bei Ende dieser Administration. Ende des Administration. Wer die längere Zeitperspektive hat, gewinnt. Dabei wird man eine neue Machtverteilung haben. Und wie das sich weiterentwickeln wird, das weiß ich nicht. Ich sage nur, wir sind genau dort jetzt übergegangen. Die Vokabeln Staatsterrorismus und Terrorismus sind nicht sehr nützlich. Ich werde nur eine Beschreibung geben. Alle Tabus sind aufgehoben. Das alte Tabu, nicht gegen Frauen und Kinder, nicht gegen Männer, ältere Männer, aufgehoben. Das haben die Angloamerikaner im Bombardement gegen deutsche und japanische Städte schon getan. Die deutschen Nazis haben es teilweise punktuell getan, aber nicht so viel als die Angloamerikaner. Die Angloamerikaner waren die Schlimmsten. Die deutschen Nazis punktuell.